Heute machen wir eine westfälische Quarkspeise. Folgende Zutaten braucht ihr: 500 Gramm Quark, 3 Esslöffel Zucker, 100 Gramm Zartbitterschokolade, ein Fläschchen Rumaroma, 2 Tüten Vanillezucker, etwas Milch, ein Glas Schattenmorellen und 50 Gramm Pumpernickel. Den Quark rührt ihr mit Vanillezucker, Zucker, Milch und Rumaroma zusammen, bis eine cremige Masse entsteht. Die Schattenmorellen in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen. Dann zerbröselt ihr den Pumpernickel und zerhackt die Schokolade zu kleinen Stücken. Anschließend vermischt ihr Schokolade und Pumpernickel in einer Schüssel. Zum Schluss nacheinander die Quarkcreme, die Schokoladen-Pumpernickel-Mischung und die Schattenmorellen in einer Glasschale übereinander schichten, bis alles aufgebraucht ist. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!